Hallo liebe Freunde meines Kanals, ich begrüße euch zu einem echten Praxisvideo in der Werkstatt und es geht um Bohrerschleifen. Ich will euch mal zeigen, wie ich meine Bohrer anschleife. Ich habe das vor vielen, vielen Jahren mal beigebracht bekommen. Es geht um die Spiralbohrer in erster Linie, ne? Also die Spiralbohrer im Gegensatz zu den Flachbohrern. Das sind ja Zweischneidenbohrer. Und in meinem letzten Video habe ich mich darüber ausgelassen, die Winkel am Schneidwerkzeug, also am Stechbeitel oder auch am Schneidwerkzeug, nämlich hier unsere Bohrerschneide. Wir brauchen in jedem Fall bei diesen Spiralbohrern beim Anschliff den Freiwinkel nach hinten. Der Freiwinkel mit dem in Zusammenspiel mit dem Drallwinkel, der ja vorgegeben ist. Der Drallwinkel, der ist ja fest, das liegt am Bohrer und der Drallwinkel ist auch für uns Heimwerker völlig unwichtig. Da gibt es steilere Winkel und flachere Winkel für Aluminium und ihr seht vielleicht sogar schon den Unterschied. Oder Edelstahl braucht man da einen anderen Winkel. Aber egal, der braucht uns überhaupt nicht zu interessieren. Der Spanwinkel, wo nämlich die Späne drin abgeführt werden. Was für uns wichtig ist, ist eben unten der Schnittwinkel, der gebildet wird durch diesen Drallwinkel und dem Freiwinkel. Und das Einzige, wo wir dran schleifen können, ist eben hier am Freiwinkel. Und wenn wir da dran schleifen, wenn wir ein bisschen zu weit drehen, dann schleifen wir nämlich hier schon wieder die Ecke ab. Deswegen ist das ein bisschen schwieriger. Hier bei dem Flachbohrer, da brauchen wir lediglich den Winkel zu beachten, da muss ich nichts drehen. Ja? Egal, wir gehen jetzt mal an die Schleifmaschine. In der Regel haben wir Heimwerker einen Doppelschleifbock daheim. Die gibt es von, weiß ich nicht, 20, 25 Euro aufwärts bis 100 Euro, je nach Scheibendurchmesser. Wir haben vielleicht einen Bandschleifer, wir haben einen Winkelschleifer und wir haben auch eine Feile. Ne? Und die Werkzeuge alle sind geeignet, um Bohrer anzuschleifen. Hier diese Flachbohrer für Holz, das ist ein 25er, da gibt es auch in Abstufung von 5 mm. Das ist auch vom Discounter ein ganz billiger Bohrer, aber ich kriege damit auch mein 25er Loch rein. Ja? Und der ist natürlich viel, viel schneller stumpf wie ein hochwertiger oder gar den ich mir, ich bin gelernter Werkzeugmacher, vor 45 Jahren mal selbst gemacht habe, einfach hier in Rundmaterial entsprechend auf der Mitte abgefräst und hier hart gelötet, also nicht mit Lötkolben, sondern mit Hartlot. Ein Schnittstahl, ein altes Sägeblatt war das, was ich vorher natürlich beschliffen habe und dann da drauf gelötet. Ich glaube, ich habe den noch nie in meinem Leben angeschliffen. Kann euch aber auch nicht sagen, wie viele Löcher ich gebohrt habe. Ich habe den Eindruck, die schärfsten Bohrer. Jedenfalls damit bin ich glücklich. Die habe ich mir auch irgendwann einmal gekauft, weil ich nur 20er und ein 24er hatte. Und hier war tatsächlich ein 25er dabei. Bei diesem Flachbohrer habe ich zwar in der Mitte diese Führungsspitze, ja, die ihn dann leichter ins Holz reinleitet. Und wenn es da durch die Spitze kriegt er die Führung hinein ins Holz, ja, und weggeschnitten, dann wird es hier ringsrum wahrscheinlich auch ein bisschen wegplatzen, wegsplittern. Aber diese Schneiden hier, die schneiden dann das sowieso alles weg, was in Abfall kommt. Ne? Und ja, bei so einem Durchmesser bohre ich natürlich vorneweg mal mit einem 3 mm Bohrer ist hier sicherlich angebracht. Es kommt dann drauf an, auf diesen Freiwinkel und hier vorne gebildet durch die Fläche haben wir hier drauf dann unsere Schneide. Ja, die ist nicht besonders scharfkantig, kommt uns aber auch entgegen, dass die Standzeit heißt, bis zum nächsten Anschliff hier auf der Kante auch wieder ein bisschen länger bleibt. Also, was wir jetzt einzig und allein tun können, ist hier
diesen Freiwinkel, also aus den 90 Grad, ein Freiwinkel hier von, was ist denn das, 6, 7, 8 Grad dran zu schleifen. Es kommt da nicht auf den, ganz genau auf Millimeter, ich fast gesagt, auf die 0,5 Grad drauf an. Je spitzer wir den nach hinten machen, umso mehr frisst er sich natürlich dann ins Material rein. Und je flacher, wenn ich den hier auf 90 Grad mache, der bohrt überhaupt nichts, ja, je flacher, der muss so ein bisschen Freiwinkel kriegen, so 3, 4, 5 Grad wäre nicht schlecht. So, und das reicht, wenn man das gefühlsmäßig macht. Und wenn man anfängt, Bohrer zu schleifen, dann ist es gar nicht schlecht, wenn man sich schon mal anguckt, wie ist das hier. Man kann dann auch mit dem Edding das hier mal ein bisschen blau machen und dann hält man es schon mal an den Schleifstein dran und dreht den hier so und dann sehe ich schon, wie mein Abtrag von dem Edding da drauf wäre. Ich lasse euch jetzt hier direkt mal seitlich rangucken, weil wir da auch noch ein bisschen was erkennen. So, ihr seht hier schon, dass wir hier natürlich auch die Rundung haben, die hier natürlich auf dieser kleinen Schlifffläche vernachlässigbar ist. Ja? So, jetzt kann man sich das hier einstellen. Ich mache das eigentlich nie. Ich mache das immer so freihand. Leg mir hier meinen Finger drunter und guck jetzt schon mal, wie ist denn hier so mein Winkel. Ja? Nehmen wir das von der Seite. Ja? So. Und dann sehe ich auch schon, muss ich ihn so halten oder so halten. Der Bohrer ist außen ein bisschen höher hier. Das heißt, der das Ding mal geschliffen hat, der hat den ein bisschen weiter hier reingeschliffen. Mit dem Ergebnis, dass die äußere Kante als ersten Schnitt das scharfkantig schon macht. Ne? Ich kriege dadurch wahrscheinlich auch eine präzisere Bohrung hin. Also es ist nicht verkehrt, wenn wir das auch wieder genauso machen. Ja? Also jetzt schalten wir mal ein. Winkel. Und genau das gleiche muss natürlich auf der anderen Seite gemacht werden. Die gleiche Menge vor allen Dingen. Ich fühle auch, dass der wieder scharf ist. Schauen wir uns mal den Bohrer an. Ja, ich habe extra meinen größten Spiralbohrer mir hergeholt, weil man da für euch das am allerbesten sieht. Ja. Bei dem hier müssen wir auch den Freiwinkel nach hinten hinschleifen. Dazu kommt noch die Schwierigkeit, dass, wenn wir den hier so drauflegen, wir das nach hinten so wegdrehen müssen. Ja. Also nicht einfach nur dran halten, dann würden wir hier auch noch den Radius mit reinschleifen. Man kann auch einen Bohrer hier schleifen. Hier ist für einen Anfänger auch viel leichter, das so zu schleifen. Wobei so ein großer Bohrer ist schon fast wieder etwas schwieriger, weil ich den schlecht hier so auf meinem Finger drehen und halten kann. Deswegen hole ich mal ein, seht ihr, der ist auch schon zigmal angeschliffen, jetzt hole ich mal ein. Der ist nur so 9 oder 10. Den richte ich mir jetzt hier aus.
unter dem Winkel. Wir müssen hier oben einen Spitzenwinkel von 120 Grad, der Fachmann will 118 Grad haben, also die Winkel, die da in den Tabellen stehen, die sind alle ermittelt worden durch, was weiß ich, Diplomarbeiten, Doktorarbeiten oder durch viel Erfahrung von Werkzeugmachern. Und da hat man halt die Erfahrung gemacht, dass der Anschliff mit den 118 Grad in Stahl oder in Eisen richtig gut reinbohrt, funktioniert auch in Holz, funktioniert auch in Alu. Nur wenn man den ganzen Tag Aluminium bearbeitet, gelten bei Aluminium auch schon wieder andere Winkel. Aber für uns als Hobbyhandwerker sollen wir uns heute mal hier an die 118 Grad richten. Jetzt bilde ich die 118 Grad, indem ich hier meinen Finger so hinlege. Ja? Und ich fühle auch jetzt hier und kann hier oben die Schneide beobachten, wie sie parallel zur Zylinderfläche meiner Schleifscheibe steht. Und dann fühle ich hier unten, dass in der Mulde von meinem Daumen und Zeigefinger liegen muss. Ich fühle hier die Kante vom Bohrer und ich fühle hier unten die Mulde oder sowas, wo es da so gerade drin liegt. Denn das Gefühl, was ich jetzt hier habe, muss ich dann auch haben, wenn ich die andere Seite mache. Da ist das exakt das Gleiche wieder. Ja? Es ist einfach nur um 180 Grad gedreht. Das heißt, ich gehe jetzt her, na, und beobachte einfach nur hier oben meine Kante. Stimmt mein Winkel? Ja? Hier nicht. So, hier komme ich in die Richtung. Und dann habe ich hier unten zur Unterstützung meinen Daumen und meinen Zeigefinger. So, und jetzt schalt mal ein. Jetzt drehe ich um 180 Grad und muss den gleichen Schleifabtrag hier wieder haben. So, und jetzt könnt ihr schon sehen, an dem Schliffbild, dass ich völlig anders schleife, wie das vorher geschliffen war. Ja, dann habe ich euch ja vorhin erzählt, dass man hier oben diese 118 Grad brauchen. Hier die 118 Grad Spitzenwinkel. Und da habe ich mir hier ein Werkzeug dazu gemacht. In der Videobeschreibung ist der Link zu Thingiverse, wo ihr euch das runterladen könnt. Ne? Also hier die 118 Grad. Und das ist diese Bohrerlehre und da kann ich jetzt hier mal gucken und stell fest, muss an der einen Stelle ein bisschen, habe den Winkel ganz gut hingekriegt. Egal, wir schleifen jetzt nochmal, weil ich ja euch eben gezeigt habe, dass ich einen etwas anderen Winkel da hatte. Na, und dann schleifen wir eben nochmal drüber und dann beschreibe ich euch das jetzt nochmal. Also, ich lege hier mein Daumen und mein Zeigefinger so hin, dass ich hier oben die Parallelität zur Mantelfläche habe. Jetzt schalten wir das Ding ein, weil ich da vor kurzem mal neue Scheiben drauf gemacht habe, die sind noch nicht hundertprozentig abgerichtet. Ja, das kann man hier mit so einem Diamanten machen. Das gehört eigentlich dazu, wenn man sich so einen Doppelschleifbock anschafft, der war echt preiswert. Ich glaube ich habe den nur grün-rot lackiert, damit er besser hier reinpasst. Der war blau und stand, glaube ich, irgendwas, keine Ahnung, im Bauhaus 50 Euro oder so. Ja. Aber bei einer relativ großen Scheibe,
bei dem billigen Preis sind natürlich auch echt billige Scheiben dabei. Du kannst natürlich da auch richtig teure, hochwertige Scheiben kaufen. Da kostet ja dann die Scheibe so viel wie das ganze Gerät. Ne? So, also das muss dann ab und zu mal abgerichtet werden. So, und deswegen, weil der natürlich ein bisschen Drehzahl macht, rumpft es dann manchmal hier so ein bisschen. So, und dann gehen wir jetzt mal drüber. Das einzuatmen ist nicht gesund, ne? So, jetzt mein Finger, oben die Kante, hier mein Daumen und fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, drehen, eins, zwei, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, jetzt sieht es schon viel, viel gleichmäßiger aus, ja? So, dann schauen wir mal, was der Bohrer jetzt sagt. So, hier habe ich ein 4 mm Loch, das ist schon vorgebohrt und wie wir sehen, er bohrt. Und es kommen auch auf beiden Seiten Späne. Könnte besser sein, aber ich habe das Ding von Hand angeschliffen. Ja? Das bedeutet, dass die Schneide auf der Seite mehr im Eingriff ist wie die. Heißt, dass man die Schneide noch ein bisschen mehr schleifen sollten. Na, dann kommt die weiter runter. Ja, Leute, die meine Werkstattvideos sehen, die haben auch schon mitbekommen, dass ich mir diesen Bandschleifer nach Matthias Wandel vor 5, 6, 7 Jahren selbst gebaut habe. Und daneben habe ich noch einen Bandschleifer stehen. Und den habe ich extra so gebaut, dass ich, wenn ich hier die Schleifbänder, also der Kleine hat den gleichen Umfang für diese Schleifbänder. Und die abgenutzten Schleifbänder, die für Holz nicht mehr genügend Körnung drauf haben, die sind immer noch, das merkt man, wenn man hier drüber geht, die sind aber immer noch so, dass ich da Metall oder Feinschliff mitmachen kann. So dass ich hier meine Bohrer eigentlich am liebsten hier dran schleife. Weil hier habe ich ja wirklich die Fläche und muss nicht noch gegen diese Rundung von meinem Doppelschleifbock von der Durchmesser 250 ist das, glaube ich, arbeiten. Dann schleifen wir jetzt mal hier an dem. Das gleiche wieder. Die Finger zur Unterstützung nehmen. Hier meinen Winkel einstellen.
So, machen wir einen Bohrversuch. So, hat ganz gut gebohrt. Dann kam in einem meiner früheren Videos oder zu einem meiner früheren Videos, länger als ein Jahr ist das her, ich schreibe es unten rein, welches Video das ist, Forstnerbohrer anschleifen. Also diese Forstnerbohrer, die ich beim Discounter für 6 Stück, 5 Euro oder so, die kriegst du ja nachgeworfen. Ja. Das ist natürlich keine hochwertige Qualität, völlig klar. Aber für die paar Löcher, die ich als Heimwerker zu bohren habe, da kaufe ich mir nicht einen Forstnerbohrer von Pharmac, der hier 48 Euro kostet oder so. Nee. Um die dann selbst anzuschleifen, kann man auch hergehen und das von Hand am Winkelschleifer. Ich müsste hier natürlich jetzt eine andere Schleifscheibe einsetzen, habe ich nicht, indem ich mit dem Winkelschleifer hier genau das so einstelle, dass ich mit dem Winkelschleifer hier diese Fläche nachschleifen kann, hier, genau die Fläche. Und das ist natürlich schwierig hinzuhalten. Es ist schon richtig, dass man eigentlich die Fläche anschleifen müsste, aber da komme ich nicht hin, weil hier hinten diese Schneiden, die ja auch ganz gut sind, dann im Weg sind. Da würde ich ja da wieder reinschleifen. Richtigerweise schleift man natürlich hier auf dieser Freifläche einen Bohrer nach und nicht auf der Spanfläche. Aber das ist hier sehr, sehr schwierig möglich. Also habe ich mir diese Vorrichtung gebaut. In die Vorrichtung kann ich hier mit einer Schraube meinen Forstnerbohrer einklemmen und dann so drehen, dass das genau winklig steht zu den Kanten. Und dann kann ich nämlich hier mit dem so, soll ich mal ranholen? Na, ich setze den hier auf und dann kann ich hier so gegen den sich drehenden Winkelschleifer schleifen. Ja. Immer Fläche für Fläche. Geht natürlich nicht, indem ich es drehe, also muss ich den wieder drehen. Ja. Und dann kann ich die Fläche mal nachsetzen, so lange bis ich hier wieder eine scharfe Kante habe. Ja. Das Teil. Der Winkel richtet sich natürlich nach dem Winkel, den ihr an eurem Forstnerbohrer habt. Ich gebe euch mal hier die Maße durch. Dieser Siebdruckplattenrest ist hier 61 mm lang. Das Ding ist 17 dick oder 18 und ja, hier die Kante ist 48 und es kommt natürlich auf den Winkel an und dann gucken wir mal, was das für ein Winkel ist. . 28 Grad, ja, in den Winkel bringt natürlich hier die Spannfläche mit. Ich komme damit gut zurecht, habe das bisschen nachgeschliffen, war er wieder scharf, ja. Und kann man natürlich auch drüben oder überhaupt kann man das auch hier so von Hand machen. Ne? Nur von Hand ist halt immer die Gefahr, dass man da hier den Winkel nicht einhält und dann da unten sich in den Finger schleift. Ne? Also das passiert dann weniger, wenn man sich hier diese einfache Vorrichtung baut. Ne? So, hier habe ich noch was. Das ist wahrscheinlich die einfachere
Version hier von das ist die einfachere Version von dieser Lösung hier. Und zwar einfach hier zwei Schienen. Ja. Hier habe ich die 118 Grad und hier die 12 Grad. So. Irgendwo kam ich mal auf 12 Grad. Und ich glaube 5, 6 Grad reicht auch. Für Holz ist das gar nicht schlecht hier. Ich werde dann nochmal einen mit 5 Grad machen, hier so ein Klotz. Könnte ich eigentlich auch bei Thinkiverse reinstellen, ja. So, jetzt stelle ich mir hier meine Kante ein. Hier, so. Und schalte den Schleifbock an. So, und jetzt habe ich natürlich auf der anderen Seite, wenn ich das drehe, muss ich mich wieder rantasten, ne? Damit ich ja hier drüben genauso viel abschleife wie auf der anderen Seite. Und dann schaue ich mal. Die Flächen sehen ganz gut aus. Und dann gehen wir mal rüber und machen einen Bohrversuch. Ja, liebe Freunde des gepflegten Bohrens. Wie gesagt, wenn man das hier so macht und ich auf der anderen Seite keinen Anschlag habe, um das hinzukriegen, es ist schon mal eine Hilfe hier, die 120, die 118 Grad und den Freiwinkel einzuhalten. Dann kann ich das mit dem Edding hinten markieren und sehe bei der ersten Bohrung, welche Fläche schneidet und welche nicht. Und dann kann ich eben nochmal nachschleifen. Das sind alles so Sachen, die müsst ihr selber ins Gefühl kriegen und durch Ausprobieren lernen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch was zeigen und euch Mut machen. Nehmt doch einfach mal eure stumpfen Bohrer und schleift nach am Doppelschleifbock, am Bandschleifer, am Winkelschleifer. Den Winkelschleifer, den kann man sich auf die Werkstatt, sollte man schon in irgendeiner Weise festmontieren. Ja? Weil wenn der da rumhüpft und da rumspringt und euch aufs Knie fällt, das kann richtig wehtun, ja, und auch verheerende Unfälle sein. Da ist jeder für seine Sicherheit selbst verantwortlich und ich sage an der Stelle, ja, nicht nachmachen. Okay, ich danke für die Aufmerksamkeit und sage wie immer, bis zur nächsten Bastelei. Bye, bye.